stattgefunden bei, bei Stadtrat. Dreharbeiten zu einem Film über den Laden und die Menschen dahinter Stadt. Ja, was macht ihr? 200 Euro bitte. Alles gut. Nee, bitte nicht. Bitte nicht, dann wäre mal bloß so fett hier. Ist doch gut. Ich komme jetzt zum Anschrauben nochmal vor. Na super, dann muss aber Trinkgeld fertig werden. Ein schönes Wochenende. Ich frage mich nur, so, wirklich, wie ihr das hier alles rauskriegen möchtet. Hast du das schon mal gemacht mit deinem Papa, hier das alles rauszubringen? Nö. Nö, ne? Das ist das erste Mal? Aber Papa, das ist noch gar nicht fertig. Nee, das ist ein Leihfahrrad, das kommt hier drüben hin. Oh. Ich mach! So, guck mal, du musst es immer verdreht machen, ne? Wenn da der Korb ist, dann muss jetzt der Korb dahin. Ja, ich denke, es geht Remo darum, zu zeigen, dass es mehr ist als nur ein Laden, sondern dass es halt ja auch ein Lebensgefühl ist. Wow, die ist ja schick. Gut zu sehen, von überall. Ja. Ich finde es schon ziemlich mutig, einen Laden aufzumachen, sich um Mitarbeiter kümmern zu müssen. Und ist natürlich immer ein Risiko, wenn man Einzelhandel betreiben möchte, ob man denn dann auch entsprechend angenommen wird. Aber traut er sich nicht mit dem Bobbycat? als Verkäufer, als Ladeninhaber hat einen gewissen Mut, den man dafür aufbringen muss. Ja. Konkurrenz ist hier nicht zu unterschätzen. Eigentlich ist in jeder Straße mindestens einer vorhanden, der Fahrräder anbietet oder Reparaturen anbietet oder beides. Nicht zu schweigen von den ganzen Großen, die es hier natürlich auch noch gibt, die fast konzernmäßig hier Fahrräder verkaufen. Junges Mädchen. Halbzeit! Echt, es ist Halbzeit? Seid ihr Freunde? Ja, kann man schon sagen. Aber nicht nur mit Remo, sondern eigentlich mit allen, die hier arbeiten. Du Dieb. Bis hinter. Komm noch 20 Fahrräder. Aber du hast hier noch nie gearbeitet? Nein, hab ich noch nicht. Ja, wie ist es dir vorstellen, hier zu arbeiten? Ich habe eine ganz andere Ausbildung, von daher kommt das wahrscheinlich nicht in Frage, aber ich bin trotzdem hier als helfende Hand natürlich auch gerne einfach so im Laden. Hast du denn zum Beispiel schon mal geholfen, am Morgen diese vielen Fahrräder hier rauszubringen? Ich helfe ihm beim Reinfahren der Fahrräder. Das ist eine Sache, wo ich gerne helfe, ja. Beim Reinfahren, aber nicht beim Rausfahren? Ja, da arbeite ich schon. Ab 21 ist so Industrie 4.0, ja, in dem Zeitalter sind wir ja. Glaubst du, dass Remo irgendwann mal seinen Arbeitsplatz verliert? Weil, und durch eine Maschine ersetzt wird? Ja. Ja, mach mal die Maschine gerade vorne durch. Dann nutze ich die andere Seite und Stück für Stück. Ja, durch eine Maschine wird man viele Sachen hier nicht lösen können. Sowohl das Verkaufsgespräch als auch Reparaturen kann keine Maschine übernehmen. Das ist ganz schön schwer, so ein großes Fahrrad. Echt? Ich glaube, eine Maschine könnte das besser. Schneller vor allem. Thank you.
Fahrrad, gib mir her. Dankeschön. So, jetzt wird noch ein bisschen sortiert, dann sind wir auch schon fertig. Kann der Tag gehen. Moin. Morgen. Andi, findest du denn, dass der Remo ein guter Chef ist? Zeitweise. Größtenteils schon. Mit allen Vorurteilen, mit allen. Nein, das läuft alles schon gut zwischen uns. Auch in dem kleinen Laden hier. Und wo wir eng zusammenstehen müssen, an einem Strang ziehen. Papi. Ja. Und wie lange arbeitest du schon hier? 6 Jahre jetzt gerade. Wow, das ist lang. 6, oder? 6 Jahre. Ja. Zeit verrennt. Mir kommt es wie ein Jahr vor. Aber macht Spaß. Ja, was war das für ein Rad? Das war hier so ein Damenrad für 350. Ach so, ja, genau. 28 Zoll, glaube ich. Ich dachte jetzt, wir brauchen eine Reparatur. Nee, genau, ein neues. Ja, sorry, dass das irgendwie mit der SMS nicht. Nee, das liegt an meinem Telefon. Ja? Der Kollege hat es irgendwie am Montag nicht geschafft, habe ich das übernommen, gleich die SMS geschickt. Ja, alles cool. Und habe uns gewundert, wieso kommt denn keiner? Ja. Jo, also alles montiert, alles eingestellt. Nö, ich habe es da hinten so schön. Oder? Ständer steckt da so drin. Genau, Aufkleber haben wir abgemacht. Das geht jetzt beim Neuzustand immer ganz gut. Super. Und dann wirkt das halt auch gleich ein bisschen schlichter. Cool. Wenn du magst, kannst du gerne nochmal eine Runde. Ups, einmal kurz fahren. Ja, nochmal probieren wegen Sattel, Lenkerhöhe und sowas. Ja. Ich glaube, das ist ein bisschen schief. Filmen wir uns ja. Was ist hier anders als ein anderer Laden in Prenzlauer Berg? Wir versuchen uns halt schon so ein bisschen zu positionieren, fokussieren auf Kinderräder. Also die Räumlichkeiten sind ja ziemlich eng hier, klein. Und so beratungstechnisch gibt viele Artikel halt einfach für und für Kinder, für kleine Heranwachsende. Und da versuchen wir halt einfach gut aufgestellt zu sein. Das ist nicht in jedem Laden so. Man muss sich spezialisieren. Der Sattel ist ein bisschen niedrig noch. Ja. Genau, den hatten wir letztes Mal auch ein bisschen höher gestellt. So ein bisschen. So 1,4 mm. Ja, das ist wahrscheinlich besser. Ihr habt doch dieses Familienpaket, ja, wo ihr alles quasi auf einmal ranschraubt. Genau. Und geht das auch einzeln, die Dinge, oder macht ihr das nur im Familienpaket? Also wenn ich jetzt sage, ich brauche nur den Sitz, ja, klar, oder nur den Korb oder so. Klar, also wir haben das irgendwann so gemacht, dass wir, weil wir doch viele Räder so komplett ausgestattet haben, dass wir dann halt eben so Paketpreise sind. Ich glaube, nochmal 15 Euro weniger, wenn man es als Set kauft, dann. Aber es ist natürlich auch möglich, jedes Teil einzeln anzuschrauben. Bis wie viele Jahre passt denn so ein Kind da rein? Die gehen hier bis 45 Kilo Zuladung, also insgesamt, also Kinder, ja, plus Gepäck. Okay. Ja. Also unsere Kinder sind 1 und 3. Also bis 5 würde ich sagen. Schon bis 5. Okay. Was macht man dann? Dann müssen die selber fahren. Ja, danach wollen die auch gar nicht mehr. Irgendwo rein. Ja. Okay. Also bei unserer Tochter fing das an mit der Großen, die jetzt hier rumflitzt. Die ist hat mit vier relativ spät Fahrradfahren gelernt. Ja. Und mit 5 war es dann so, dass sie dann im Grunde wirklich nur mit dem eigenen Rad unterwegs war. Zur Not jedes Mal, ne, dass man die da mal reinquetscht, wenn man jetzt wirklich sagt, ich muss jetzt mal schnell hingehen. Okay, aber ansonsten ist es so, dass sie also gar nicht mehr wollen. Ja. Ja. Das ist wirklich, also selbst wenn es ginge vom Gewicht her, sagen, nee, was soll ich da machen? Also entweder fahren die dann, also sie fährt halt mit den Skates meint daher, oder okay, ja, dann fährt er mit dem eigenen Rad oder sowas. Okay. Also es ist relativ begrenzte Zeit. Ja. Selbst die kleineren Mäuse, die fangen ja dann irgendwie an mit 2, 2,5 dann mit dem Laufrad. Ja, genau, das haben wir auch schon und so, aber es ist halt praktisch, wenn man mal beide Kinder in ein, ja, Gerät, ja, packen kann und auch mal schieben kann, ja, und so mit der Kita. Und wir wollen alle aus der Familie. Super, machst du das? Ja, und wenn man da mal so ein freundliches Lächeln hat, ne, vergisst man das. Ja. Vielleicht ja auch. Und ihr habt ja Stammkunden, oder? Schon viele, ja. Viele Stammkunden.
hier aus dem Kiez, Stargarder Straße, Helmholtzplatz und so weiter, die auch für sich Räder kaufen, dann werden die gestohlen, weitere Räder kaufen für die Kinder und weiterempfehlen. Aber wir sind mit unserem kleinen Lädchen hier auch gut ausgelastet. Wir müssen halt gucken, wohin die Reise geht, so ein bisschen verändern wir uns immer. Die Hersteller ja auch in ihrem Angebot. Gelingt uns eigentlich ganz gut. Okay, dann ich fahre noch einmal kurz, ob der Sitz stimmt und dann will ich zahlen. Ich fahre das mal kurz. Gerne, gerne. Hi. Hier ist wahnsinnig viel Persönlichkeit, also finde ich. Also eine wahnsinnige Nähe. Ich habe beim Verkaufsgespräch vorhin mitgesehen bei einer Frau. Da ist eine wahnsinnige Nähe, die da aufgebaut ist oder die da vorhanden ist. Woran liegt das? Ist das Remo oder was ist speziell an Remo? Ja, ich glaube, das hat ganz viel mit Remo zu tun, dass das genau sein Stil ist. Und auf der Grundlage dessen holte sich natürlich auch entsprechend seine Leute mit hier rein, die ihn dabei unterstützen und seine Philosophie dann weiterhin auch so unterstützen. Magst du was zu der Philosophie sagen? Was ist das? Was ist hier die Philosophie von dem Laden? Hilfsbereit, so gut es geht, das Unmögliche möglich machen, das sind so die Stärken, die sie ja, aufweisen. Bitte nicht wehtun. Okay, also vielleicht noch ganz, noch ein bisschen. Noch einen halben Millimeter? So ein bisschen, genau. Weil so ein bisschen eingebunden sind, die Beine müssen ja durchgestreckt sein. Oder? Na, die sollten leicht angewinkelt sein, das ist die Theorie. Genau. Aber in der Praxis ist es ist jeder Mensch anders. Perfekt, dann stimmt das jetzt. Ja. Dann würde ich noch ein Schloss mitnehmen. Ja, okay. Wenn man sein sollte, mal ganz fix, weil ich der Kollege schon erwähnt hatte, wir bieten den Service, dass wir sämtliche Sachen nachstellen, einstellen, wenn jetzt irgendwie Fragen sind. Ja. Uns reicht im Grunde das Fahrrad und der Sticker. Mhm. Einfach rumkommen, jetzt hier nicht mit Rechnungen, ich habe ein Fahrrad gekauft, sondern einfach anhalten, fragen oder sagen, was los ist. Perfekt. Helfen wir mal gerne weiter. Manchmal sind es bloß Kleinigkeiten, die einen Kunden nerven, für uns irgendwie 20 Sekunden Arbeit bedeuten. Okay, cool. Also immer lieber rumkommen, wenn irgendwie Sachen sind, egal wie doof auch. Haben wir was zu lachen. Das finde ich gut. Nein. Also deshalb bin ich auch hier, weil ich habe tatsächlich überlegt, erst ein Fahrrad online zu kaufen, ja. Weil die sind ja natürlich noch ein bisschen günstiger, aber erstmal weiß ich ja gar nicht, was ich da kriege. Da muss ich es selber zusammenbauen, das kann ich sowieso nicht. Also müsste mein Mann dann irgendwie machen, der kann das auch nicht. Und mein Mann hat hier auch schon sein Fahrrad gekauft und war total happy. Findest du, dass der Laden besonders ist und wenn ja, warum? Ich finde ihn besonders, weil er so genau, familiär ist, weil alle immer gut gelaunt sind, weil man hier vieles machen darf, was man vielleicht in anderen Läden nicht machen darf. Ja, ich komme da einfach gerne hin. Ja, es ist besonders, weil viel Zeit da ist, weil es immer auf die Probleme angegangen wird, weil wir immer Lösungen finden für die Sachen, die repariert werden müssen oder die verändert werden müssen. Es ist immer hilfsbereit und jederzeit auch die Möglichkeit, andere Wege zu gehen, die vielleicht nicht über anderen Läden übernommen werden. Jetzt einfach den Code eindrehen und dann die Teilchen zurückschnipsen. Diese roten dann zurück. Achso, und die weißen Punkte ist die 0 quasi, ja? Okay. Genau, das ist für blinde Fahrradfahrer, dass die einfach das Schloss dann besser aufkriegen. Du bist ja witzig, für blinde Fahrradfahrer. So, und jetzt das Rote wieder zurückschnipsen. Das ist mal der Test, ob die Kunden zuhören. Genau, und jetzt einstecken mit dem Arm, das Armteilchen. Genau, und dann... Okay, jetzt ist es quasi das... Offen, wenn man es halt verdreht, ist es dann zu. Immer ein bisschen darauf achten, dass es nicht irgendwie offen irgendwo rumliegt. Ne, oder sowas. Also so, dass der einzige Nachteil beim Zahnschloss, dass man halt eben auch von Weitem vielleicht den Zahncode erkennt. Alles klar, so. Den kann ich ja dann nochmal ändern. Aber ja, ließe sich. Okay, perfekt. Also diese Atmosphäre hier in diesem Fahrradladen ist schon speziell. Besonders ist das liebevolle Chaos, was hier herrscht. Echt dunkelblau und so ein sparkling purple. Jetzt bin ich echt zufrieden. Also vielen Dank, ja? Ich danke dir. Viel Spaß beim Sport. Und dann bis bald. Gerne. Tschüss. Ciao. Ja, klar.
Hi. Hi. Ich wollte abholen. Ach du. Kann da kein Schwein lesen, die Schrift. Nee, Junge, so war's. So, genau.